Rosenau Stadion Augsburg, der nächste Abstiegskrimi wartete, die 15 gegen die 16. Ein Sieg heute und alles ist noch drin in Sachen Klassenerhalt. Eine Niederlage hingegen würde sogar noch den Relegationsplatz in Gefahr bringen. Dementsprechend die Anspannung bei beiden Trainern sichtlich anzumerken. Wir gehen direkt rein in die Anfangsphase. Gute Chance für den FCA 2 in Weiß. Aber insgesamt zu Beginn die Partie eher zerfahren mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Deswegen springen wir jetzt gleich in die 29. Spielminute. Augsburg übernahm so langsam das Kommando. Mit viel Ballbesitz und der Chance durch Yannick Thiel. Das wäre es natürlich gewesen. So weiter Kopfzerbrechen bei Christian Wörns und Anton Autengruber. Die Partie bisher alles andere als ein Leckerbissen. Doch die Schlussphase der ersten Halbzeit hatte es dann in sich. 40. Minute Freistoß Schalding, getreten von Alexander Kurz. Und dann steigt Stefan Köck am höchsten, 1-0 Schalding. Der Jubel riesengroß, da merkt man, was ein Druck da auf den Schultern lastet. Mitten in einer Phase, in der Augsburg eigentlich am Drücker war, das Tor für die Gäste. Da passte einfach alles. Köck kommt frei zum Kopfball. Augsburg nach dem Gegentreffer, jetzt natürlich unter Zugzwang. Schalding auf Wolke 7. Aber Vorsicht, nur eine Minute später, die Fuggerstädter mit der direkten Antwort über Ekin. Durcheinander im Strafraum und irgendwie kommt der Ball zu Thiel. Yannick Thiel, 1-1, alles auf Anfang. Der Abstiegskrimi blieb spannend. Augsburg schlägt sofort zurück und holt Schalding auf den Boden der Tatsachen zurück. Zur Halbzeit also alles offen und Hochspannung garantiert. In Durchgang 2 erwischte dann Augsburg den besseren Start. 48. Minute, klasse Kombination zwischen Günther Schmidt und Tommy. Erik Tommy mit der Riesenchance, sein Team in Führung zu bringen. Aber Werner Resch im Schaldinger Kasten ist auf dem Posten. Die Gäste eher nach Kontern gefährlich, wie hier in der 70. Minute. Aber Pillmeier bekommt dann nicht so richtig Druck hinter dem Ball. So blieb es beim 1:1. Beide Mannschaften verließen jetzt so langsam die Kräfte. Hier versucht es Wirt mal aus der Distanz, aber keine wirkliche Gefahr für Gelios. Es läuft nun schon die 90. Minute. Nochmal Schalding über Kurz. Die Flanke zunächst geklärt, dann der Querschläger und irgendwie landet der Ball direkt vor Wiesmeier. Fabian Wiesmeier! 2-1 Schalding und das in der 90. Minute. Mehr Dramatik geht nicht. Riesenjubel natürlich bei den Gästen. Aus FCA-Sicht extrem unglücklich, wie der Ball da noch zum komplett freien Wiesmeier springt. Schalding nahm es natürlich dankend an. Teammanager Clemens Markus hier noch einmal mit dem Blick auf die Uhr, peitschte seine Jungs nach vorne. Dennoch war ja nicht Schluss. Noch einmal hieß es zittern, Augsburg über Vrenici, aber dann war Feierabend. Schalding mit einem ganz wichtigen Sieg feierte schon sehr ausgelassen. Dabei ist ja noch weiter alles offen im Tabellenkeller, wissen auch die Trainer, die nach dem Spiel schon den Blick nach vorne richteten. Wir haben jetzt ein Heimspiel gegen Amberg, das ist auch ein Mitkonkurrent, da müssen wir jetzt schauen, dass wir wieder 3 Punkte, die sind da doppelt. Aber wie die Mannschaft zurzeit drauf ist, was alles in die Waagschale wirft, da kann man nur in den Hut ziehen. Und da müssen wir jetzt dranbleiben und dürfen keinen Millimeter nachlassen. Ja, wir dürfen die Köpfe jetzt nicht in den Sand stecken, das ist klar. Es sind aber auch nur noch zwei Spiele und der Punkteabstand ist 4 bzw. 5 Punkte auf eine Mannschaft. Wir müssen gucken, dass wir das nächste Spiel gewinnen und gucken, wie die anderen Ergebnisse sind. Also in eigener Hand haben wir es natürlich nicht mehr.